Rocky in the desert southwest, and not far from Phoenix, the city of Glendale, home of the Coyotes. Hi, everybody. Along with Eddie Olczyk, Mike Emmerich, we get lots of statistics. And boy, sometimes there's a name that just jumps out from them because we have a guy on a hot streak. Boy, oh boy, talking about a hot streak. Anytime a player's on the ice, he's getting opportunities and he's getting rewarded with either goals or assists. Let's look at the starting netminders. Thomas has gotten the call for the Coyotes. You look at this goals against average and you realize this netminder is special. Anderson's the other union rep among the goaltenders trade for the Senators. This winning percentage isn't good, but with every game comes the chance for victory. Jo, und damit auch von mir einen schönen guten Tag, guten Abend, wie auch immer. Wir spielen heute das nächste Heimspiel. Ich weiß gar nicht, wie viel das in Folge ist, aber wir hatten jetzt schon einige Heimspiele. Und heute geht es also gegen die Ottawa Senators. Und da freuen wir uns auf ein wahrscheinlich interessantes Spiel, wie auch schon die letzten. Heute allerdings eine neue Aufnahme. Ich muss zugeben, bei der letzten Aufnahme habe ich ein bisschen zu lang gemacht. Und das gibt Powerplay. Kein Tor, Powerplay. Wegen wahrscheinlich Torhüterbehinderung. Bei der letzten Aufnahme habe ich tatsächlich ein bisschen in der Euphorie zu lange gemacht. Dann hier sieht man es. Wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Er auf Tallinn da so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Aber nichtsdestotrotz, der Schiedsrichter entscheidet auf 2 Minuten gegen Torres. Und wir machen das Bulli. Kunitz mit dem Schuss. Und Ottawa kann sich erstmal befreien. Oh shit, oh shit. Jandl mit einem guten Check, mit einem wichtigen Check. Kümmert sich jetzt auch gleich darum, dass der nächste Angriff initiiert wird. Und Böttger, beinahe wäre da hingekommen. Ja, und da geht keiner hin. Muss natürlich jemand nachgehen. Shane Doan jetzt. Auf Kunitz. Der auf Brian Little. Der geht mal vorbei, ganz locker. Versucht den Pass reinzuschlagen, aber es klappt nicht. Und so kann Anderson den Puck aufnehmen. 30 Sekunden noch Powerplay für uns. Ich muss sagen, die Powerplay-Teams sind in letzter Zeit ein bisschen schwächer geworden. Oder die Special-Teams allgemein bei uns. Also vor allen Dingen, was die Überzahl angeht. Mal gucken. Jetzt Ehrhoff mit dem Hammer. Und Alfredsson kriegt den Puck nicht unter Kontrolle. Tim Thomas. Und was macht der denn? Riesenmöglichkeit. Und da gibt es eine Rangelei zwischen Gallagher und Smith. Keine Ahnung warum. Hab ich nicht gesehen, was da passiert ist. Auf jeden Fall gibt es hier die Kloppe zwischen den beiden. Und Gallagher lässt sich natürlich genauso weg wie seine Kollegen in den anderen Schlägereien wenig bitten. Oh, verliert diesen Kampf aber gegen Smith von den Ottawa Senators. Oder Senators. Was ist da passiert? Ach, da ist er nochmal in Tim Thomas reingerutscht. Und da hat Gallagher sofort gesagt, hey, so geht's nicht. Und da ist das Spiel eingefroren. Doch nicht. Es geht weiter. Sah so aus, als würde das Spiel einfrieren. Ich wollte es jetzt schon neu starten. Aber gut. Also, kleine Schlägerei. Noch keine Tore in dieser Partie. Die Überzahlsituation für unser Team ist allerdings auch vorbei. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Jetzt Alfredsson, Alfredsson, Alfredsson. Schöne Bewegung da. Und damit gleich eine gute Chance, aber kein Tor. Crosby beackelt sich da jetzt auch nochmal mit einem Ottawa-Spieler, mit der Nummer 2. Und hier Alfredsson, der gerade die große Chance hatte. Hat es gut gemacht. Aber der Schuss war dann natürlich nicht stark genug. Was ist denn heute eigentlich mit dem Spiel los? Warum hängt das so oft? Sollte ich mir Sorgen machen? Ich weiß es nicht. Naja. Angriffsreihe 2 ist auf dem Eis. Mal gucken, was die bewerkstelligen kann. Hansel verliert erstmal das Bulli. Und Ottawa jetzt auf dem Weg nach vorne. Hauen den da hoch raus.
Und jetzt Chris Kunitz auf dem Weg nach vorne. Gut gespielt, Hansel. Und was für ein schönes Tor im Konter hier von den Coyotes. Richtig fein gespielt, muss man sagen. Ottawa hier mustergültig ausgekontert. Harmonic mit dem Pass auf Kunitz. Der zieht Richtung Tor und Hansel in richtiger Stürmermanier. Haut den da einfach rein. In den Winkel. Keine Chance für Anderson, den irgendwie zu halten. Und damit die Führung in diesem Spiel für die Coyotes. Noch im ersten Drittel. Sehr, sehr gut. Pulli verlieren wir. Und nächster Schuss. Ah, geht vorbei. Ah, Böttger. Das war nicht, das war die Nummer 19. Frag mich gerade nicht, wer es war. Und Murphy sagt so, hey, lass Thomas in Ruhe, der hat den Puck sicher. Der Schuss ging dann doch deutlich vorbei. Eigentlich keine Wiederholung wert, wenn man mal ehrlich ist. Jetzt Crosby am Bulli. Schön. Jandl. Boah, Alfredsson bringt den noch zu Jager. Jager in die Mitte. Doch keiner kann den abnehmen. Jandl, Erhoff, kommen da beide nicht richtig ran. So kommt der Schuss durch auf Tim Thomas. Aber der ist halt, der kann halt auch ein bisschen was. Und jetzt Jaromir Jagr. Ja, das wollte ich gar nicht. Ah, das war dumm. Sorry, mein Fehler. Sinnloser Puckverlust, unnötiger Puckverlust. Und mit vereinten Kräften holen sie sich den Puck wieder. Alfredsson. Ja, versucht mal mit einem Rückhandschuss aus der Distanz. Jetzt Erhoff wieder mit dem Distanzschuss. Und der ist ebenfalls drin. Alfredsson lässt sich feiern. Hat der den noch abgefälscht? Wir werden es uns anschauen. Satter Schuss mal wieder von Erhoff. Und Daniel Alfredsson wird hier als Torschütze angezeigt. Wir schauen es uns an. Jandl rüber auf Erhoff. Der hämmert den Schuss rein. Und scheinbar war Alfredsson noch dran mit dem Schläger. Oh ja, der hat den wohl noch abgefälscht. Und da war natürlich auch die 3 von Ottawa in dem Bereich, in dem er vielleicht nicht stehen sollte. War damit nur den Torhüter behindert. Selbst schuld. 2-0 für die Arizona Coyotes nach einem Tor von Alfredsson. Gut gemacht vom Schweden. Und jetzt wieder Hansel. Schade. Böttger. Kunitz. Und Böttger behält den Puck. Böttger, oh, beinahe wäre da noch zum Abschluss gekommen. Beinahe, oh fuck. Harmonic jetzt alleine dort hinten. Und Larsson kann den Puck aufnehmen und gleich den Gegenangriff initiieren. Larsson, ja, das war nicht gut. Aber er ist gleich wieder hinten. Klasse von Ekman Larsson, da gleich wieder zur Stelle und kann diesen Schuss blocken. Gleich wieder der Puckverlust. Harmonic, gut im Zweikampf hier, schön gemacht. Ja, das war nix. Da hätte ich mir den Pass sparen können. Das war schlecht. Hier nochmal die Chance durch Hansel. Martin Hansel. Ja, da war der Torhüter noch dran, Anderson. Gut gemacht von ihm, muss man einfach mal so sagen. War noch ein Verteidiger im Blickfeld, also nicht leicht zu halten. Jukstad verliert das Bulli. Ach, Erhoff lässt sich da vernaschen. Konegger kommt nicht rechtzeitig hin. Jukstad schön gestört beim Abschluss. Und da die Schusschance für Ottawa kurz vorm Ende des ersten Drittels. Und der Anschlusstreffer. 2-1. Tim Thomas überwunden. Greening war's. Aus Spitzenwinkel. Ja. Gut gemacht einfach, muss man sagen. Thomas war nicht rechtzeitig in der anderen Ecke.
Und damit der Anschluss für die Ottawa Senators, für die Gäste hier in diesem Spiel. Like. Nochmal ein gefährlicher Schuss, nochmal ein Warnzeichen für das zweite Drittel an die Senators. 2-1 für die Coyotes hier in diesem Spiel. Wenig zu sehen bislang von den Senators. Und wenn, dann meistens dadurch, dass sie unseren Torhüter behindert haben. Zwei schöne Tore von unseren Coyotes. Muss man wirklich mal so sagen. Kann so weitergehen. Darf gerne so weitergehen. Hätte ich nichts dagegen. Wir schauen mal, was das zweite Drittel für uns bereithält. Momentan läuft es sehr, sehr gut. Die Reihen sind gut eingespielt, muss man wirklich sagen. Gefällt mir alles super soweit. Und Crosby verliert erstmal das Bulli. Ach, der springt ja ganz eklig weg. Oh oh, oh oh. Thomas ist zur Stelle. Was für ein Glück, ey. Riesenmöglichkeit. Jager. Und Alfredsson. Schade. Jetzt Erhoff. Ja, da wollte ich nicht hin. Crosby. Auf Jaromír Jágr. Schade. Jetzt hier so eine Art Powerplay. Und Alfredsson kommt da nicht rechtzeitig ran. Schade. Ja, guter Move da. Gute Bewegung. Aber Tim Thomas hat den sicher. Kein schlechter Schuss. Und Jandl. Ah, da gibt es nochmal Provokationen, aber Alfredsson lässt sich da nicht drauf ein, der Kapitän. Und Tim Thomas ist mal wieder versteinert, das haben wir schon häufiger gesehen. Hat er übrigens in echt nie gemacht. Also ich habe das extra mal gegoogelt, auf YouTube gesucht, ob das irgendwie so ein Ritual von ihm war, das die ja eingeführt haben. Aber das stimmt nicht, das ist einfach nur so eine Macke vom Spiel scheinbar. Also nichts Tim Thomas Spezifisches. So, jetzt Kunitz. Auf Hansel. Ah, und hier. Jetzt teilen sie aber ganz schön aus hier. Das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Ekman Larsson. Auf Kunitz. Hansel. Nochmal rüber auf Kunitz. Was für ein Tor. Richtig gut gespielt von den beiden. Und Chris Kunitz macht das 3:1. Das war ja ein Sahnepass. Toll gemacht. Chris Kunitz wird hier richtig gut bedient von Hansel und haut den aus kurzer Distanz vorbei an Anderson. Klasse gemacht. Gegen die Laufrichtung des Torhüters keine Chance für ihn, da noch irgendwas zu machen. Schön gespielt. Echt klasse. Und damit steht es 3-1. 13 Minuten noch zu spielen im zweiten Drittel. Shane Doan probiert mal was. Oh, gar nicht ungefährlich, dieser Schuss. Ah, Distanzschuss. Geht vorbei. Und jetzt Shane Doan mit dem Konterangriff. Brian Little. Auf Like. 4-1. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Und auf einmal haben wir wohl die Defensive der Ottawa Senators geknackt. Brooks Like wird hier mustergültig bedient von Brian Little. Und macht das hier auch eiskalt. Wieder die Torhüterbewegung genauestens gesehen und antizipiert. Der hat da ganz klar damit gerechnet, dass wir den Weg weitergehen. Und Like hat das sofort gesehen. Und haut den Puck ins kurze Eck. Klasse gemacht von Brooks Like, muss man einfach mal sagen. Und da, man merkt das schon bei manchen Toren, also ich behaupte das jetzt einfach mal, dass man es merkt. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Dass wir eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft beisammen haben. Jetzt Christian Erhoff. Ah, schade, das war nix. Kies Jandl nochmal mit einem Schuss und mit dem nächsten Tor. 5-1. Was für ein Hammer von der blauen Kies Jandl. Nachdem Erhoff nicht damit durchkam. Jetzt also der andere Verteidiger, der Domtendo sehr ähnlich sieht, fällt mir gerade zum ersten Mal in meinem Leben auf.
Boah, was für ein Strahl, ey. Was für ein Strahl von Schuss. Ja, Torwart kriegt ihn nicht. Genau in den Winkel geflogen, das Ding. Richtig starkes Tor von Keith Yandle. Ja, da freut er sich zurecht, als er sich da die Wiederholung anschaut. Richtig stark. Und es steht auf einmal 5-1. Die Begegnung, die so ausgeglichen war nach dem ersten Drittel, kippt hier doch bedenklich. Oh, was bist denn du, Alter? Was ist denn mit dem da vorne los? Riesenharter Check gegen Crosby. Larsson kriegt den Puck da raus. Torwart hat ihn. Und es gibt 2 Minuten für uns gegen die Ottawa Senators, gegen die 46. Das war wohl der harte Check gegen Crosby, oder? Nee, oh, hoher Stock gegen Alfredsson. Habe ich gar nicht gesehen. Stockschlag. Dann eben so. Und damit 2 Minuten Powerplay. Mal wieder die Chance für unsere Special Teams zu zeigen, dass sie den Namen wert sind. Yandel. Little. Wieder Yandel. Kunitz. Doan. Vor auf Conager. Conager. Oh, zu Doan. Und der kommt da nicht zum Schuss. Yandel holt den Puck hinten ab, hinterm Tor. Und jetzt Shane Doan. Gleich wieder nach vorne natürlich. Böttger! Ah, versucht's da direkt. War wahrscheinlich nicht die beste Idee. Und Keith Yandel. Gleich wieder nach vorne. Shane Doan. Aber wieder kein wirkliches Powerplay. Und jetzt die Schusschance von Kunitz. Und das war ja gar nichts. War, glaube ich, Kunitz. Weil ich mich da nicht verguckt habe. Ah, da. Ja. Brian Little! Schade. Und das Überzahlspiel auch schon wieder vorbei. Wir sind momentan nicht gut in Überzahl. Und da ist das 2-5. Da ist das 2-5 für die Senators. Clark MacArthur. Oder MacArthur oder so. Haut den in den Winkel. Ja, schwach verteidigt. Niemand hat ihn am Schuss gehindert. Und dann lässt er sich natürlich nicht zweimal bitten. Und haut den rein in die Maschen. Tja. So schnell kann es gehen. Wir hatten auch schon Spiele, die haben mit 2-5 geführt. Und dann noch Overtime gehabt. Also ich erinnere mich da noch ein bisschen dran. Ist noch nicht so lange her. Verzögerte Strafe. Jetzt gibt es 2 Minuten gegen Ottawa schon wieder. Gegen die 6, gegen Wine. Warum? Aha. Stockschlag. Hat man gesehen, dass sich Alfredsson da die Hand gehalten hat. Okay. Mir soll es recht sein. Und damit wieder 2 Minuten. Jetzt Gallagher! Guter Schuss! Muss man ja einfach mal so sagen. Aber leider nicht gut genug. Was zur Hölle hat Thomas da gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Jetzt Crosby auf dem Weg nach vorne. Crosby. Schöner Pass auf Daniel Alfredsson. Alfredsson. Crosby. Schönes Tor. Und wir können es also doch noch. Tor in Überzahl. 6-2. Sidney Crosby. Nutzt es aus, dass man ihn da nicht entscheidend angeht. Im Slot vor dem Tor. Und Alfredsson mit der Vorlage. Aber das war vor allen Dingen Crosby. Und Andersson macht heute keine gute Figur. Schon wieder. Na, okay. Sah erst anders aus. Aus der anderen Perspektive sah es schlechter aus. So muss man sagen, einfach keine Chance für Andersson, den zu halten, würde ich sagen. Und Crosby macht mal wieder ein Powerplay-Tor für uns. Auch das ist ja mal schön. Gallagher. Gerade noch ein Powerplay unterwegs gewesen. Jetzt schon wieder unterwegs in der 4. Angriffsreihe. Und die letzten Sekunden des Drittels laufen runter. Diesmal ohne Gegentor. Und das war's. Zweites Drittel ist vorbei. 6-2 führen wir gegen die Senators. Und das sollte eigentlich jetzt schon
Sind wir mal ehrlich, das sollte jetzt eigentlich schon das Resultat gewesen sein. Also hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Schöne Tore haben wir heute gesehen bis jetzt. Ein Drittel kommt ja noch. Und vielleicht sehen wir auch in dem noch ein paar schöne Tore. Select Crosby for President. Summer. Ja, okay. Okay, alles klar. Natürlich. Naja. Ob der weniger Ahnung von Politik hat als Trump, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, Crosby ist ja sowieso kein US-Amerikaner, von daher hinkt der Vergleich. Sei es drum. Letztes Drittel. Ottawa will jetzt mit Sicherheit nochmal zeigen, dass sie mehr drauf haben. Oh, was für eine Parade hier. Was für ein schöner Save von Tim Thomas. Nochmal war er da. Und jetzt Crosby kann uns da befreien. Jager. Da wollten sie ihn umchecken, kriegen ihn aber nicht zu fassen. Und das war leider der Puckverlust durch Jager. Crosby, guter Check. Und jetzt der Schuss, der aber nichts bringt. Alfredsson, schöner Pass auf Sidney Crosby. Wieder so ein öffnender Pass von Daniel Alfredsson, der das echt gut kann, muss man sagen. Jandl. Ja, jetzt kommen sie wieder in unser Drittel. Eigentlich kann jetzt nur noch die Parole sein, hier nichts mehr anbrennen zu lassen. Denn wir führen hier sehr, sehr souverän bislang. Böttger. Auf Kunitz. Nochmal der Pass aus Spitzenwinkel. Hansel da mit Problemen. Vielleicht wäre der Schuss da die bessere Alternative gewesen. Ups, Harmonik. Da wollte ich den Poke-Check machen. Hab nicht damit gerechnet, da ich da schon in den Puck komme. Und jetzt Harmonik. Auf Hansel. Schön gemacht. Hansel geht hinterm Tor vorbei. Kunitz wird vom Puck getrennt. Ah, Puckverlust. Von uns. Ah, schön gemacht von Larsson. Der da den Schussversuch gleich unterbindet. Jetzt Like. Brooks Like. Little. Und Doan war es, glaube ich. Der da noch fast rangekommen wäre. Jetzt Brian Little. Brian Little kriegt den Pass nicht zu Like gespielt. Und Connor Murphy. Ah, wieder so ein unnötiger Puckverlust. Und da ist der Lattentreffer oder Pfostentreffer. Ich habe es genau gar nicht gesehen. Gar nicht genau gesehen. Auf jeden Fall wurde es da wieder unnötig heiß. Ich glaube, es war der Pfosten. Von wo aus der Puck dann in die Zuschauer sprang. Na, wir hatten öfters die... Ach, fuck, wollte ich gar nicht. Wir hatten öfters die Möglichkeit. Upsa. Und Gallagher will es hier nochmal wissen. Diesmal gegen Cowan. Was ist denn heute los? Gallagher mit der zweiten Klopperei in diesem Spiel. Normalerweise ja nicht einer, der hier oft zulangt. In unserer Mannschaft. Oh, jetzt haut aber ganz schön rein hier. Und das. Da hat er Wut im Bauch gehabt. Von vorhin. Kloppt hier seinen Gegner um. Da. Genugtuung für ihn, was das angeht. Dieses kleine Privatduell da. Ja, der Check war natürlich überhart und unnötig. Weiß nicht, ob das noch eine Strafe geben wird. Kann passieren. Schauen wir mal. Brandon Gallagher, finde ich sogar, sieht recht echt aus. Also, wenn man mal hier das Modell im Spiel mit dem Bild vergleicht, ist einer derer, die realistischer aussehen. Jager. Aber das ist ja hier in dem Spiel allgemein ein Witz. Wenn man es mal vergleicht mit FIFA zum Beispiel, dann, naja. Oh Gott. Jandl mit dem Puckverlust. Versucht er den Pass zu spielen. Schafft er nicht. Aber dann der harte Check und damit kriegt er den Puck wieder. Und jetzt Jager. Alfredsson.
Nochmal in den Slot. Und da ist niemand. Und was ist jetzt los? Jager gegen Ryan. Meinungsverschiedenheiten im Slot. Keine Ahnung, was da los war. Und dass sich Jager kloppt, ist, glaube ich, auch relativ selten, oder? Ich glaube nicht, dass Jager ein großer Klopper ist. Ich weiß es aber auch nicht genau. Und hier teilt er aber ganz schön aus wie ein großer. Also, jetzt wird es hier nochmal ungemütlich. Gegen Ende des Spiels. Wahrscheinlich auch viel Frust dabei bei Ottawa. Die dieses Spiel hier unnötig hoch verloren haben, muss man sagen. Muss man einfach mal wirklich sagen, weil über große Strecken waren sie ja gut unterwegs. Ja, jetzt sitzen jeweils zwei Spieler auf der Strafbank durch Schlägereien. Die Ottawa Senators gewinnen das Bulli. Und da eine gute Chance für Ottawa. Und wieder kann er da umzustören bei diesem Schussversuch. Thomas hält den. Klasse gemacht von Tim Thomas. Wieder mal. Jetzt Hansel. Ah, und Kunitz kommt da nicht an den Puck. Larsson jetzt. Harter Check. Oh nein, und das war genau der Falsche. Und Kunitz. Ah, kriegt den Pass nicht gespielt. Letzten Sekunden laufen. Ottawa nimmt auch gar nicht erst den Torwart runter. Die wissen, das ist hier gelaufen. Jetzt nochmal eine Chance. Tim Thomas nochmal zur Stelle. Tut was für seine gehaltene Schüsse-Statistik. Und es bleibt beim 6:2. Da war auch kein sehr gefährlicher Schuss. Gut gehalten von Thomas. Aber dennoch. Jürgstadt am Bulli verliert es. Oh, nochmal ein gefährlicher Schuss. Und jetzt Gallagher. Nochmal auf dem Weg nach vorne. Gallagher! Nochmal mit einem Schuss. Das war nix. Und damit endet diese Partie mit 6:2. Die Coyotes gewinnen hier souverän. Nach einem ersten Drittel, das noch recht ausgeglichen war, folgt ein zweites Drittel, in dem auf einmal eine Torflut über die Ottawa Senators einbrach. Und die hatten daraufhin gar nichts mehr zu bestellen. Hier das Powerplay-Tor von Crosby nochmal. Da der Auslöser vielmehr für die Schlägerei von Jager. Ja, und 6:2 geht es also aus als in allem 21 zu 16 Schüsse, 11:4 Checks für Ottawa. Also das ist auch nicht so oft, dass wir da hinten liegen, was das angeht. 21 zu 15 Strafminuten, auch das ziemlich viel, muss man sagen. Mehr Bullies für uns und mehr Zeit in der Offensive. Die Pässe allerdings lassen zu wünschen übrig, die kamen bei Ottawa zumindest besser an. Das war's von diesem Spiel. Ich würde sagen, das war ein souveräner Sieg mit schön herausgespielten Toren. Also wirklich ein perfektes Spiel dazu. Muss man echt mal sagen. Und jetzt schauen wir noch natürlich wie immer, gegen wen wir in der nächsten Folge antreten müssen. Und das wird sein die San Jose Sharks. Die hatten wir schon lange nicht mehr. Wobei, die hatten wir echt schon lange nicht mehr. Ich gucke gerade mal. Das letzte Spiel war... War das die 6:8 Niederlage? Sieht so aus, ne? Tatsächlich. 6:8 Niederlage auswärts in San Jose. 8:6 verloren. Da hatten wir im Tor Henning Schroth und nach einiger Zeit Antti Ore. Ja, ich würde sagen, riecht nach Revanche, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge gegen die San Jose Sharks.